Man hat im wahrsten Sinne des Wortes einen Vernichtungsfeldzug begonnen, wo ich durch einen Tiefschlag wie ein Boxer im Ring, wo man unter der Gürtellinie getroffen wurde, zu Boden gegangen ist. Ja, ich bin zu Boden gegangen, aber ich bin dank euch wieder aufgestanden, liebe Freunde. Und das dank euch stärker denn je. Seine Familie haben sie auch angegriffen, das tut man auch nicht. Und das soll denjenigen kein Glück bringen, weil das tut man nicht. Das ist ja ein Kind auch da. Ne? Und er ist wirklich ein guter Mensch, ich kenne ihn persönlich. Wir haben es uns aber nicht allzu leicht gemacht. Es hat mir im Herzen wehgetan, dass sie so über ihm herfallen. Und deswegen halte ich zum Strache. Und es gibt halt eine gewisse Anzahl an Menschen, die an ihn glauben, immer schon geglaubt haben und die ihm alles verzeihen und seine Stimme geben. Und Heinz-Christian Strache erzählt auch diese Geschichte auch gut. Er ist der, der gefallen ist, er ist der, der geläutert ist, er ist der, der wieder aufsteht. Ob das allerdings reicht, einen Wahlkampf zu bestreiten und diesen erfolgreich zu bestreiten, das werden wir erst am Wahlabend sehen. Es ist allerdings so, dass er eine abflachende Tendenz hat im Wahlkampf. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er nicht in den Wiener Gemeinderat einzieht, die steigt. Wir am 11. Oktober dank eurer Kraft der Stimme auch am kommenden Sonntag, dem 11. Oktober, eine Corona-Bürgerrache mit HC Strache ist möglich mit dem Kreuz bei Team HC Strache. Schutz unserer Heimat und unserer Welt.